So, das sieht auch schon mal gut. Alter, wir haben hier zum Beispiel zwei Pu Stacks Pulverized Gold Dust. Kommt gleich mal hier oben rein. Was haben wir hier noch? Ferrous und Eisen. Auch das rein hier. Schnell mal reparieren. So. Gut. ME-Cable brauchen wir noch, weil wir brauchen noch eine ME. Interface. Nein. Terminal. Access Terminal. Crafting kommt später. So, wir brauchen eine Conversion Matrix, wir brauchen einen Basic Prozessor, das ist wieder Gold, dasselbe Prinzip wie vorhin. Kann ich gleich mal zwei machen. Du weißt, wir werden es brauchen. Ja, genau du. Guck mal, hier haben wir schon Osmium ohne Ende. Meins. So. Pass mal auf, dann machen wir. Gold habe ich weggetan. Nee, habe ich hier noch. Nee, warte, wir machen erstmal nur einen. Aber wir haben schon mal ein Silicon mehr. Wenn ich es brauche, werde ich es benutzen. Ach komm, hat sich gelohnt, den Ofen hier mal einzurichten. Ist zwar sehr langsam, aber Ofen ist Ofen. Geht sogar eigentlich noch, ne? Von der Geschwindigkeit, also definitiv auszuhalten. So, wir brauchen eine Conversion Matrix. Das war das Ding, das, okay. Also Eisen. Sehr oft Eisen hier an der Seite, ne? Ich glaube, das war schon falsch. Das war, glaube ich, so rum. Ja, Conversion Matrix. Dann brauchen wir ME-Cable doch noch. So, Quarzfiber. Quarzdust und Glas. Glas haben wir natürlich nicht. Nee. Aber Sand haben wir. Ja. Machen wir mal eben Glas. Auch das dürfte kein Problem sein. Wie sieht's hier aus? Wir haben einen Slot frei bekommen. Oh, guck mal, da ist noch Gold. Oh, guck mal. Oh, mit Osmium-Rüstung. Guck dir einfach an, wie viel der kassiert. Beziehungsweise wie viel der einfach aushält mit der Mega-OP-Rüstung. Ist alles voll OP. Guck mal, hier 6 Glas brauchen wir. Da können wir schon mal eine Fuhre Glasfaser machen. Und da haben wir schon 4 Kabel. Wenn wir vielleicht alle verbrauchen noch. So, Glas brauchen wir jetzt nur. Perfekt. Also Glas brauchen wir hier jetzt. Wir brauchen eine Matrix, wir brauchen ein Kabel und wir brauchen Eisen. Access Terminal. Jetzt haben wir Access. Außerdem, das müssen wir gleich noch anders steuern. Ich weiß noch nicht wie, aber das kriegen wir hin. Mit unserer Steinspitzhacke natürlich. Versteht sich. Das mache ich ähnlich wie ein Python. Auch wenn es vielleicht etwas langweilig ist, aber. Oder eine langwierige Sache, die wird am Anfang noch sehr lange scheiße aussehen, bis wir dann eines Tages so weit sind. Ich möchte ja auch die Black Hole Chest nicht nutzen, habe schon gesagt, glaube ich. Weil ich, wie gesagt, halt diese Cheaty-Sachen weglassen will. Aber ich habe sogar nicht gecheatet. Nein, stimmt. Aber ich mag die Kiste mittlerweile trotzdem nicht mehr, weil du hast halt einfach instant eine Kiste mit unendlich Inventar. Ist es nicht irgendwie voll scheiße?
Also es ist hilfreich, aber ich find's scheiße, weil du hast einfach instant dieses krasse Ding. Du musst nichts dafür tun. Nichts. Nächstes Problem ist, wenn die explodiert, ist sie kaputt. Oder wenn die jemand abbaut, dann ist sie weg. Und die Sachen auch. Denk mal drüber nach. So, und der kommt dann hier so hin. Dann machen wir uns hier nämlich so eine Art Terminal. Das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt noch gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich muss ich es doch noch weiter verschieben. Weil wir ja auch noch eine Kabelreihe brauchen. Die müsste dann hier so sein. Sprich, hier wäre das. Sprich, hier. Ich hole mal eben schnell nochmal 4 Nikolitblöcke oder vielleicht ein paar mehr. Im Prinzip kann ich auch im Inventar lassen. So. Sprich, da wäre jetzt das Terminal. So. Das wollte ich mal eben machen. Damit die mal kaputt ist. Und ich wollte diesen. Oh. Ich dachte, ich warne vor, aber das hat nicht so gut funktioniert. So. Eine ganz tolle Spitzhacke. So, da haben wir auch noch Osmium Dust. Den braten wir dann. Guck mal hier, das eine Kupfer. Scheiß drauf. Aber Multi, das geht doch so nicht. Doch, geht. Alles. Die ist irgendwie schneller als eine normale Dia-Spitzhacke, oder? Kommt mir das nur so vor. Hält nur nicht so lange. So. Bedeutet, wir müssen jetzt einen ME Drive bauen noch. Zwei Basic Processors. Und ich mache extra ein Dings mehr, weil ich gedenkt habe, das reicht. Habe ich mich ganz schön verdenkt. So. Gut, dann machen wir erstmal die Dinger hier. Also zwei davon, wieder hier davon und das und das und das. So. Die Basic Processors, die lassen wir mal eben schnell schmelzen hier. Okay, das Kupfererz hat es doch noch überlebt. Fürs Erste. Läuft definitiv bei uns. Kohle haben wir auch jetzt noch mal ein bisschen. Und die Nethersteine, die kommen hier einfach rein und gut ist. Achso, jetzt habe ich noch ein bisschen Appetit. Auf was denn? So. Jetzt haben wir die Dinger. Jetzt brauchen wir eine Truhe, Glas, aha. Eine Truhe? Glas an die Seiten. Das Ding dahin. Und Eisen dahin. Ein ME Drive. So, der Gedanke war jetzt hier, dass wir halt dann hier einen Gang haben. Und dann hier ME Drives so in einer Art Reihe. So. Heißt natürlich auch, dass wir ein... was machen wir denn zum Anfang? Erstmal ein 4K. Brauchen wir ein Storage Segment. Das machen wir aus 3 Storage Cells. Macht jeweils einen Basic Processor, also 3 Basic Processors. Bedeutet, wir machen wieder 3 Silicon. Sieht so aus, als müsste ich mal Overclocker bauen, was? Zumindest ein oder zweimal. Damit das mal läuft. Wie soll. Und den Chat müssen wir auch nochmal. Alter, wie viele wir noch vorhaben, ne?
Unglaublich. So, lass es mal eben durchlaufen hier. Damit da mal was zusammenkommt hier. Alter Schwede. So, dann werfen wir das da rein. Und mit der Zeit kriegen wir das dann irgendwie schon hin. So, ich würde ganz gerne einmal schnell einen Blick drauf werfen hier, solange die laufen. Ruhig mal wieder einen helllichten Tag, das hat man schon die ganze Zeit nicht mehr. Wie sieht's denn hier aus? Guck mal hier. Was der schon zusammengeerntet hat. Und Setzlinge? Ist nix drin. Gucken, hat er denn... Nee, hat noch nicht ganz gereicht. Sind aber schon mehr geworden, er hat schon fast die ganze Fläche voll jetzt. Bin ich ganz zuversichtlich eigentlich. So, dann können wir nämlich das ganze Holz und Sticky Resin und so hier einfach mal reinlegen. Er ist ja fertig. So, damit wir gleich weiter Gummi produzieren. Gummi! Gummi! Ich muss noch eins machen, habe ich gerade gesehen. Ich bin das einfach nicht mehr gewöhnt. Weißt? 1, 2, 3, so. Ja, ich brauche noch einen Basic Processor. Also nochmal. Die ist ja gleich fertig. Das ist schon mal ein Anfang. Naja. Weißt du. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall eine Beschäftigung. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Klicken an der faulen Ausrede. Um sich das gut zu reden hier. Mach inne! Wir wollen Osmium! So, ein Basic Processor haben wir hier. Redstone und Glas. So, ein Storage Segment. Da brauchen wir jetzt Eisen, Redstone und Glas. Und schon haben wir eine 4K Storage Cell. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung. Ich muss mal hier Fackeln hin. Oh, es reicht nicht. Es reicht nicht. So, wir wollen mal nicht übertreiben. Wir machen erstmal nur so viele Kabel, wie wir auch brauchen. So. Bams. Legen wir mal eine rein hier. Sega. Das war Product Placement gerade. So. Was jetzt noch fehlt, ist ein Loch. In der Wand. Für das Ding. Wie schön, dass diesmal in die Wand integriert ist, ne? Magie. Und auch ein bisschen Magie. Aber dazu war wann anders. Und schon haben wir ein ME-System, das tatsächlich funktioniert. Wow. Wow. Und da kann ich jetzt so diversen Krams reinpacken. Nicht viel, aber man kann schon mal was reinpacken. So. Die Sache ist jetzt nur die. Wenn ich das so mache, dann hätte ich
Nur die Hinterseite. Nee, das ist blöd. Ich überlege gerade, wie man das machen könnte. Vielleicht machen wir das mal wann anders. Das ist jetzt vielleicht für den Anfang ein bisschen... Naja. So, pass mal auf, wir machen uns auch nochmal ein ME Crafting Terminal, damit die Leute, naja, wie sagt man höflich, die Schnauze halten. Und dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann kann man tatsächlich da schon mal Sachen reinlegen. Mal hier haben wir jetzt 40 Osmium. Das könnte man dann jetzt sie braten lassen wieder. Platz ist ja bestimmt, yo. Eisen haben wir auch mehr als gewollt. War natürlich Schaß. Es war Schaß. Ganz doll Schaß. Saß. So, den schmelzen wir auch nochmal zusammen hier. Mitnehmen ist natürlich auch jetzt keine Straftat. Hier irgendeiner, der rummuckt. Nee. Da muss man eben ganz kurz gucken. Hier haben wir Lied. Und hier haben wir auch Lied. Ein Lied von Eis und Feuer. Ha. So. Das nimmt der nicht, ne? Doch. Ach, das hier ging... Nur hier, aber nicht im Maserator, ne? Ja, das ist witzig schon. Richtig witzig. So, dann lass ihn machen hier. Und gut ist. So. Die Matrix, die müssen wir machen kurz. Wir tauchen mal eben kurz in die Matrix ein. Eis war das, ne? Hä? Ja, die darf man natürlich mitnehmen. Ist erlaubt. Halt, warte, was war das denn? So, jetzt. Kabel, Glas, Eisen. Ah, und Dreck wegwerfen, genau. Glas, Kabel, das und Eisen. So, das wäre ein Access Terminal. Brauchen wir noch eine Storage Shell? Ah, nur eine normale, ja. Schade. Also, schade, dass wir es überhaupt machen müssen. Aber gut, dass es nur eine Storage Cell ist. Und nicht schlimmer. Hätte uns ja schlimmer treffen können, ne? Hat das mit dem Gold sogar perfekt gereicht anscheinend. Seitdem wir brauchen das gleich nochmal für irgendwas. Dann Schande über uns. Oder besser gesagt über mich. So, guck mal, das lasse ich nochmal rauslaufen und dann muss ich es eh rausnehmen, sonst kann er nichts decken. So, außerdem haben wir jetzt das hier. Dann brauchen wir das hier und wir brauchen das hier. Schon haben wir eine Storage Cell. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Crafting Box. Die müssten wir... Hat sich das doch gelohnt, die Cards mitzunehmen. So, außerdem... Glas und Eisen nur noch. Nice. So, haben wir das Ding. Jetzt brauchen wir noch Ka... Nö, 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 nö. Du musst draußen bleiben. So, jetzt haben wir noch das Ding. Und ich würde sagen... Das machen wir diesmal einen auseinander. Nicht so nah aneinander. Das muss nicht sein. Schon so ein bisschen Stil, ne? Jetzt verbraucht er schon 11 Units per Tick. Aber wir haben Crafting Terminal, was uns natürlich immer noch nichts bringt. Aber gut. Wie wäre das denn mit einer Deep Storage Unit? Die machen wir aus 3 Enderperlen, 2 Enderaugen. Dafür heißt, Eisen haben wir. Oder man nimmt
Man nimmt einfach Truhen. Kriegt dann zwar nur eine. Ganz kurz mal hier zur Erklärung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir jetzt ein bisschen Eisen verbraucht. Okay. Juckt mich ehrlich gesagt nicht. Guck mal hier, Lohnstaub. Ich werde einmal ganz kurz was demonstrieren. Aber auch nur, um es zu demonstrieren. Und zur Erklärung, warum ich es nicht machen werde. Außer diese Demonstration jetzt hier. Demonstrierung. Ja. So, zeige euch mal was. Wir kriegen aus dem Maserator ja immer 5. 5 Lohenstaub pro Lohenroute. Wenn ich jetzt hier 2 Lohenstaub hin tue und einen Miniumstein, haben wir eine Lohenroute. Tue ich die wieder rein, haben wir wieder 5 Dust. Bedeutet, wir können damit mega schummeln. Und deswegen mache ich das ehrlich gesagt nicht so gerne. Nur wenn es wirklich drauf ankommt. Wir hätten es jetzt hier nicht machen müssen, aber ich wollte es halt, wie gesagt, einmal demonstrieren. Ja, demonstrieren, ja. Nee, aber ernsthaft. Ist eine blöde Sache. Ganz, ganz blöde Sache. Aber dafür kriegen wir jetzt gleich hier so viele. Wir brauchen sogar nur 5. Ich habe eine zu viel gemacht, aber naja. So, jetzt haben wir nämlich Deep Storage Units. Und jetzt bräuchten wir noch was anderes, nämlich einen Bus. Eine Storage-Bus. Da brauchen wir ein Interface für. Dafür brauchen wir wieder eine Matrix. Hat's mit dem Gold ja Donny erreicht. So. Geht das denn hier? Ja. Wollen wir nochmal Gold besorgen jetzt hier. Nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Mal Gold erstmal rein und dann reparieren wir das mal wieder. Und hier müssen wir auch erstmal 5 Erze holen. Weißt du was? Ah ne, andersrum. Wer will hier wieder Stress? Ja, 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 dachte ich mir. Penner. So, pass mal auf. Folgendes. Damit hier mal Ordnung drin ist und wir sehen, was wir haben. Außerdem sortieren wir das kurz. Nehmen wir mal einmal Zinn, 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 Zinn und Zinn. So, dann reparieren wir das kurz. So, damit das mal läuft hier im Hintergrund. Achso, Gold wollte ich noch holen. So. Jetzt weiß ich nämlich auch wieder, wofür die waren überhaupt die Box. Die hatte ich mir ursprünglich auch dafür gemacht, dass wir da ME-System-Zeugs da in Ruhe machen können. Ohne dass wir da irgendwie ständig in die Quere mit dem Platz kommen. Wir machen erstmal nur einen Bus. Ein Storage-Bus. Also sprich, wir brauchen erstmal nur ein Deep Storage Unit oder eine Unit. Weil, das ist sonst ein bisschen sehr krass. So, wir brauchen jetzt, wie gesagt, eine Matrix. Die machen wir so. Jetzt wird es aber langsam knapp mit den Quarzkristallen, wie ihr wahrscheinlich seht. So, Kabel und Glas. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Irgendwas mit Glas noch. So, Glas. Also so. Stimmt, damit das Eisen an die Seiten kommt, genau. So, ein ME-Interface. Dann glaube ich nur noch Eisen und, ja. Eisen und ein Kabel. Dann haben wir Storage-Bus. Nächstes Problem, uns fehlen wieder Kabel. Jetzt fehlt uns Redstone.
So. Jetzt bringen wir das mal eben an. Ich zeige euch mal eben, wozu die Dinger gut sind hier. Ich muss mal eben überlegen, wie ich das dann mache hier. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt auch noch nicht. Also wo ich es mache, sagen wir es mal anders. Vielleicht ja einfach unterirdisch hier drunter. Dass ich mir später hier eine Treppe hinbaue oder so. Und dann hier einfach die Deep Storage Unit. Hier den Storage Bus. Und dann hat sich das mit den Kabeln sowieso schon erledigt. So, jetzt wollen wir mal eben ganz kurz überlegen. Die hat jetzt 0 und 0, das ist wichtig. So. Wenn ich jetzt... Wir sehen jetzt hier 119 Cobblestones. Die sind im ME-System drinne. Ich nehme ruhig mal ein bisschen mehr, damit wir das direkt uns angucken können. Ich lege es auch mal von hier rein. So, wir legen jetzt hier Cobblestones rein. Bla 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 bla. 695 Cobblestones. Und... Strom ist da, das ist schön. 0 von 0. Alle hier drinne. Nicht wundern, das ist hier immer falsch angezeigt, weil den Stack dann hier immer noch drauf nicht zurechnet. Bedeutet, wir haben jetzt für Cobblestones eine Deep Storage Unit. Bedeutet, Cobblestones werden unser System nicht verpfuschen, weil die ja ziemlich viel Speicher ziehen würden irgendwann. Und das können wir damit umgehen. Cool, ne? Ja. Das ist echt cool. Wir sehen jetzt auch, dass der Bus noch dran ist und wir jetzt 12 Units per Tick haben. Das bedeutet, ein Storage Bus braucht ein Unit pro Tick, nehme ich an. Dasselbe könnte man noch öfter machen, wenn man sich jetzt noch was für Dreck baut später. Dann halt vielleicht noch, weiß ich nicht, was hat man später noch? Steine vielleicht. Gummi hatte ich damals sehr oft. Könnte man eigentlich einfach mal machen. So, für mich wäre es das dann auch gewesen. Das läuft ja hier in Ruhe zu Ende. Wir haben ja hier Zeugs ohne Ende. Ich könnte hier mal aussortieren noch schnell. Damit der Platz da ist. Und dann könnte man jetzt hier nochmal das Gold reintun. Haben wir jetzt schön gefarmt. Das könnte man mal übereinander tun hier. Und dann könnte man auch Lead hier mal vernünftig reintun. Silber, Silber, Silber. Eisen, Osmium, noch mehr Osmium, Blei. Aha. Eisen und Ferros. Ferröses. Sehr, sehr ferröses Gedöns. So, und außerdem will ich nochmal 11 Rubber raus. Und tauschen das aus gegen einen Stack Rubberwut. So, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Ticket Light Plus. Ciao!